Hallo meine lieben Zuseher, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 21.06. Wir machen heute ein kompaktes Bitcoin-Update. Wir starten direkt damit los. Davor noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Es würde mich mega freuen, wenn du reinjoinst. Und wir hatten gestern das erste Mal wieder so ein paar bullische Nachrichten, die ziemlich zeitgleich reinkamen. Vielleicht, wenn ihr meine älteren Zuschauer seid, wisst ihr, dass ich eigentlich nicht so sehr auf Nachrichten Ausschau halte, da der Markt eigentlich ziemlich selten im Falle des Bitcoins auf Nachrichten reagiert. Aber gestern haben wir einen kleinen Umschwung gesehen, ob jetzt das die Nachrichten bezogen war oder nicht. Sei dahingestellt oder einfach nur der Bounce vom 0,618 FIP-Level, da wird jeder seine eigene Meinung haben. Aber generell sind die Nachrichten, die gestern reinkamen, für mich schon sehr bullisch, auch wenn das jetzt auf den zweiten Blick nicht so aussieht, wie es eigentlich ja in der Nachricht propagiert wurde. Wir hatten erst einmal die Nachricht von Tether, dass Tether durch eine Law Firm sozusagen bestätigt hat, dass ihre Funds, also ihre US-Dollar-Reserven 1:1 vorhanden sind. Der Haken daran, es ist natürlich kein echtes Audit, aber es ist trotzdem sehr positiv zu bewerten, da die Law Firm, also die Kanzlei, erstens sehr seriös ist und ich momentan noch keinen Grund sehe, warum die einfach so ihren Kopf hinhalten sollen und ihre komplette Reputation aufgeben sollten, nur für ein bisschen schnelles Geld durch Manipulationen vielleicht. Also für mich die Nachricht bullish. Und die zweite Nachricht war erstens von Nasdaq noch, also Nasdaq hat ja die Cryptocurrency Exchange, die jetzt kommen soll, und wir haben bereits 500.000 Vorregistrationen für diese Cryptocurrency Exchange, die eben von Nasdaq kommt, was auch sehr bullish ist und auch sehr positiv für mich. Und was für mich einfach immer so ein Switch des Momentums ist, und wenn wir zeitgleich diese ganzen bullischen Nachrichten einprasseln, im Gegenzug haben wir es ziemlich oft, dass die ganzen bearischen Nachrichten auf einmal einprasseln. Das heißt für mich auch, vielleicht wollen irgendwelche Leute den Bitcoin jetzt ein wenig höher sein. Charttechnisch switchen die Zeichen langsam auch ein wenig Richtung Bull-Szenario, aber ich bin ganz vorsichtig noch. Ich gebe euch nur ein kleines kurzzeitiges Bull-Szenario, die Wahrscheinlichkeit dafür ist gegeben, aber auch nicht hundertprozentig, also ihr wisst, wir sind auch schon aus einem Ascending Triangle ausgebrochen, wo wir bei 7500 waren und direkt runtergerasselt, aber wir formen ein Ascending Triangle eigentlich auf allen Timeframes und halten uns hier noch ziemlich gut. Das ist jetzt nicht so schön aufgezeichnet, aber um auf alle Fälle hier zu sehen, diese Resistance hier oben, also diese Highs, die nicht durchbrochen werden können, und im Gegenzug haben wir eine Serie von higher werdenden Lows, also von höher werdenden, tieferen Stellen am Chart. Das Ganze ist sehr bullish zu bewerten, und solange wir diesen Uptrend auch halten können, was wir jetzt auch hier sehen, hier liegt die Trendlinie genau schön an. Wir haben jetzt zwei, dreimal versucht, hier konkret 1, 2, 3, 4, 5 Mal diese Trendlinie nach unten zu durchbrechen, aber das Problem, was wir auch haben, wir sehen noch nicht wirklich den starken Bounce, den wir sehen sollen. Sollten wir diese Trendlinie halten, wäre ein Ausbruch sehr wahrscheinlich, und der Ausbruch würde uns in die Region 6.900 hochkatapultieren wahrscheinlich, wenn wir in diesem Bereich noch starkes Aufkommen, also starke Resistance, das wäre mal der erste Bereich, wo man hin targeten könnte. Wie gesagt, das ist ziemlich risky noch, weil die Stimmung ist generell noch ziemlich bearish, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir jetzt nicht am 15-Minuten-Chart über diese EMAs sprechen, nämlich konkret die 30er und die 50er, dass wir auch noch nach unten ausbrechen könnten, weil dann auch viele zu shorten. Aber es wäre ein Setup, wirklich hier long zu gehen, natürlich keine Investmentberatung, mit einem Stop-Loss unter dieser Support-Linie. Wenn wir uns diesen Support signifikant durchfallen, dann können wir das Bull-Szenario verschmeißen und müssen uns wieder ein Bär-Szenario anschauen. Aber es wäre auf alle Fälle ein Szenario geben mit einem Ziel von 6,59. Das erste Mal. Das zweite Bull-Szenario, was auch mittelfristig ist oder langfristig, bahnt sich am Daily-Chart ein wenig an, wirklich nur ganz ein wenig. Ihr seht es hier, 7200. Wir haben jetzt hier beim RSI dieses Falling Wedge, wenn wir das so bezeichnen, könnte natürlich die untere Support-Linie, ist jetzt nicht so extrem valide, aber diese Downtrend-Linie von oben wurde durchbrochen, was schon mal ein sehr bullisches Zeichen ist am Daily-Chart. Und was für ein Szenario Richtung 7200 sprechen könnte, wenn wir diesen Uptrend oder diesen Downtrend, den wir jetzt hier noch sehen, besser gesagt die Resistance von diesem Triangle sehen, könnte wir hier hochrasseln. Hier konkret ist die 30-Day-EMA, also die 30-Tages-gleitende Durchschnittslinie, das wäre der erste Halt. Zweiter Halt wäre bei der 50-Day-EMA. Die 50-Day-EMA ist im Bereich 7500. Wenn wir wirklich 7200 brechen, könnte ich mir wirklich ein Szenario vorstellen, wo wir nochmal diese Linie testen. Ob wir diese Linie jetzt schon brechen, sehe ich momentan nicht, weil das Marktsentiment generell noch ziemlich bearish ist, weil ich nicht glaube, dass wir jetzt in dieser Sommerpause sozusagen höher brechen als irgendwie Richtung 10k auch. Kann ich mir schwer vorstellen. Was wir auch sehen am Daily Chart, MACD sieht wieder halbwegs positiv aus. Wir haben diesen Crossover gesehen von dieser grünen Linie, also über die rote Linie. Wir haben hier ein Momentum, was ganz klar nach oben zeigt, was jetzt auch auf die positive Seite geht. Ja, wir haben bullische Zeichen, ganz einfach gesagt. Wir können weiterhin bearish bleiben, aber
Mittelfristig bis kurzfristig haben wir bullische Zeichen, aber was mich ein wenig stört, ist, dass das Dreieck ziemlich stark nach unten getestet wird gerade. Das müssen wir uns jetzt anschauen. Hier am 15-Minuten-Chart die nächsten 20, 30 Minuten bis eine Stunde beobachten. Mich stört das konkret, dass wir uns hier unten in diesem Bereich aufhalten und eingependelt haben. Weil, warum stört mich das? Wir haben jetzt diesen Bounce gesehen, diese Supportlinie, aber danach direkt den Abverkauf. Und sowas wollen wir nicht sehen, weil wenn wir eine Bounce von der Supportlinie sehen, dann wollen wir sehen, dass die Leute überzeugt sind, zu kaufen, long zu gehen und eben ihre Shorts zu schließen. Und wir wollen nicht sehen, dass wir von dieser Supportlinie bouncen und direkt wieder bei dieser 30 EMA abverkauft werden hier im 15-Minuten-Chart. Spannend zu beobachten. Sollten wir jetzt weiter nach oben bouncen und sollten wir auch diese EMAs auf den niedrigen Timeframes hinter uns lassen, könnten wir definitiv einen Bruch dieses Resistance-Bereichs hier oben sehen und einen Rally zu den 6.050 erwarten, aber ist natürlich noch nicht 100% fix. Es ist nur ein bullisches Szenario, das ich euch heute wiedergeben will, nach all diesen bearischen Szenarien. Wir haben auch hier noch BTC-UST Shorts, ganz interessant. Die Shorts verlassen momentan diese Danger Zone am RSI, die habe ich euch hier schon mal eingezeichnet. Wir waren hier komplett überverkauft mit Shorts und das ist wirklich so die Zone, wo viele Shorter mit großen Short-Positionen ihre Trades schließen, weil eben dieser Bereich ist, wo viele Short Squeeze erfolgen können. Wir hatten hier diesen Bereich, Short Squeeze, wir hatten hier diesen Bereich, Short Squeeze. Wir waren hier in diesem Bereich und es kam aber kein großer Short Squeeze. Also sind momentan immer noch in einer Zone beim Short RSI, wo wir ziemlich hoch sind, aber ein richtiger Short Squeeze kam dennoch noch nicht. Leider. Könnte man vielleicht noch argumentieren, dass der RSI zu hoch ist, aber das Schlimmste, Danger Zone sozusagen für die Bären, ist ja erstmal überwunden, aber ich könnte mir doch trotzdem noch vorstellen, dass dieser RSI wirklich noch Platz nach unten hat, solange wir diesen Downtrend hier weiterhalten. Wir haben danach noch hier Support in diesem Bereich hier, wo starkes Aufkommen ist und dann zum Schluss auch noch hier Support, wenn wir wirklich hier droppen, wenn wir einen großen Preisanstieg sehen. Wie gesagt, das ist ein kleines Update, nur 5, 6 Minuten lang. Ich glaube, 7 Minuten sind wir jetzt, um euch mal ja kurz auf dem Laufenden zu halten, damit ihr auch immer halbwegs Daily Updates bekommt, auch wenn es jetzt nicht immer Daily waren, aber der Markt war jetzt ja auch nicht so interessant. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.